Hallo und herzlich willkommen bei Hermut Haus. Sie haben das Problem, dass Sie Ihre Haustüre nur mit Druck in die Falle bekommen oder diese zu locker in der Falle sitzt, so wie hier. Dann muss das Austauschstück an der Schließleiste richtig eingestellt werden. Dafür benötigen Sie einen Kreuzschraubendreher. Nun zeige ich Ihnen, wie das in wenigen Schritten funktioniert. Los geht's! Wenn die Haustüre nicht verschlossen ist, sondern nur in die Falle gezogen wurde, kann es passieren, dass sich der Flügel leicht hin und her bewegen lässt. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Austauschstück nicht richtig eingestellt ist. Das Austauschstück finden Sie an der Schließleiste. Wichtig ist, dass Sie nur die beiden inneren Schrauben lockern. Die äußeren beiden Schrauben bitte auf gar keinen Fall lösen. Diese halten das komplette Fallenteil in Position. Das Austauschstück können Sie über die beiden inneren Einstellschrauben zur Dichtung hin oder weg bewegen. Ist die Tür, wie oben beschrieben, zu locker, dann muss das Austauschstück Richtung der Gummidichtung gestellt werden. Sollte es der Fall sein, dass Sie die Tür nur mit hohem Druck in die Falle bekommen, müssen Sie das Austauschstück von der Dichtung wegbewegen. Ziehen Sie nun die beiden zuvor gelösten Schrauben wieder fest. Und so einfach können Sie die Falle Ihrer Haustüre einstellen. Sollten Sie aber weitere Hilfe durch unseren Kundendienst benötigen, kommen wir gerne raus. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Bis dahin und tschüss.